gerade hier auf dem Warnstreik in Bocholt. Wir haben hier allein von uns in Bocholt knapp 300 bis 400 Leute mobilisieren können aus den Standorten Mussum und Förde. Nochmal diese Zahl. Und die ganzen anderen Betriebe, die sich hier eingebunden haben, ich kann die genaue Zahl gar nicht sagen. Wir machen eine Kundgebung für unsere Prozentforderung, weil das Angebot von den Arbeitgebern war eine Frechheit. Wir sind mit mehreren Firmen von zwei Seiten hier reingelaufen und es ist absolut fantastisch, was hier heute los ist. Das hätte keiner erwartet nach dem 1. Mai. So richtig laut und geil. War schon wahnsinnig, wo wir losgelaufen sind mit den Trommlern. Natürlich, da war richtig Highlight, absolut geil. Wenn man da hochgeht, ne, und dann die Leute gucken natürlich alle, das schallte von allen Seiten zurück. Es sah Hammer aus, wie viele sich hier an unserem Warnstreik beteiligt haben. Und es hat riesig Spaß gemacht und ich hoffe, die Arbeitgeber bewegen sich endlich, denn die bisherigen Angebote waren wirklich lächerlich und sie müssen langsam zeigen, dass sie uns schätzen und dafür stehen wir hier heute ein. Ein vernünftiges Angebot muss das sein. Das muss nicht so eine Luftnummer, 0,9% und 0,3%, das ist bei EG 9, ist das 8,55 Euro für das ganze Jahr, das ist lächerlich. Wenn wir bis Pfingsten kein akzeptables Ergebnis erzielen können, müssen und werden wir noch eine Schippe drauflegen. Unsere Planung für 24-Stunden-Streiks laufen auf Hochtouren. Die Branche hat die Tariferhöhungen des letzten Jahres sehr gut verkraftet. Sie ist hochprofitabel und in einer guten Verfassung. Unsere Forderung ist keineswegs überzogen. Sie ist wirtschaftlich gerechtfertigt und angemessen. Wir haben eine gute Verhandlungskommission, wir haben gute Verhandlungsführer und die werden schon das richtige Ergebnis für uns rausholen. Hier im Münsterland ist das wohl eine der größten Kundgebungen, aber in anderen Städten finden auch noch Kundgebungen statt. Ja, wir sind beim Warnstreik gewesen, weil wir vom Handwerk uns solidarisch erklären wollten. Und wir wünschen uns einfach, dass die bei uns auch mitmachen, wenn wir Aktionen haben. Für die, die nicht Mitglied sind, kann man einfach nur sagen, tretet endlich ein. Weil es könnte verdammt kalt werden für die. Oder verdammt heiß. Ohne Tarifbindung oder ohne IG Metall wären wir wahrscheinlich alle irgendwann bei 8,50 Euro. Nur gemeinsam können wir stark sein und nur wenn wir viele Leute sind, viel mobilisieren, so wie hier heute bei uns in Bocholt, dann können wir auch zeigen, dass wir unsere Ziele durchsetzen. In der nächsten Woche sind wieder Verhandlungen angesagt, aber am 12. Mai ist eine große Kundgebung schon in Köln und ich hoffe, wir sehen uns alle dort wieder. Wir für mehr. Und gib mir 5.